Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wieder die schönsten Menschen der Welt eingeschaltet haben. Ihr habt so nämlich gemacht, eingeschaltet, bam, reingesappt habt ihr. Ey, erstmal, ihr seht wieder fantastisch aus. Wow, ehrlich jetzt, ganz kurz. Ihr seht sehr gut aus. Du siehst besonders gut aus heute. Ey, ich habe einen Namen dabei auch. Wichtig, wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ines. Ines. I-N-E-S. Ines. Liebe Grüße gehen raus an dich. Und Selina. Die beiden haben sich gewünscht, dass ich sie grüße. Sie haben fleißig kommentiert, habe ich gelesen. Und, ich habe nur Ines und Selina dabei. Die beiden Namen waren mir noch sehr präsent im Kopf gerade. Wir geben uns den neuen Track von Kitty Cat. Sie ist back. Und ich freue mich sehr drauf. Sie war ja als Feature bei Shreen dabei und hat auch letztes oder vorletztes Jahr ein, zwei Songs gemacht, aber nie so richtig. Hm? Und das fühlt sich jetzt nach was richtigem Handfesten wieder an. Hahaha, ist das Song. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich drauf, weil, ja, also ich muss sagen, bei dem Shireen-Feature fand ich sie jetzt nicht so strong. Aber es hat mich super gefreut, quasi wieder was von ihr zu hören, so. Und ich bin sehr gespannt jetzt, wie der Track wird. Ich habe von einigen von meinen Freunden gehört, dass der gar nicht so schlecht ist und dass der mir auch gefallen könnte. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir schauen ganz kurz rein. Das Ding ist produziert von... finde ich nicht. Da, produziert bei Kitty Cat selber und bei Chris Kleiner. Okay. Und das Video ist von Fontagenier-Streifen. Ein Mikis Fontagenier-Streifen. Sagt mir leider auch nichts. Ey, aber Link zum Original in der Beschreibung. Gebt da gerne Liebe und Support. Und dann hören wir mal rein, was Kitty Cat für uns gezaubert hat. Boah, ey, okay, also der Beat knallt ordentlich rein. Boah. Ey, also das ist schon mal geil gesampelt und der Bass ist aufgedreht bis zum Limit. Das auf einer dicken Anlage sehe ich mich jetzt schon. Sorry, ich bin busy, vielleicht muss ich den Termin absagen. Ich hab zwar die Pussy, doch sie kommen jetzt für ein Feature. Blasen, I don't care, wie Estefania. Spiele in der Champions League. Guck mal, wie Millionen Streams sich zurück in die Pampers gehen. Ey, okay, ich sag's, wie es ist. Es macht Bock, einfach so dieses Feeling, so dieser Bass komplett aufgedreht. So ein cooler Beat. Und ich mag ihre Stimme sehr gerne. Geil, ich bin gespannt. Ich mach am Anfang auch, dass sie reingekommen ist mit Kitty Cat. Komm jetzt für ein Feature. Blasen, I don't care, wie Estefania. Spiele in der Champions League. Guck mal, wie Millionen Streams sich zurück in die Pampers beamen. Sie haben gesagt, Kitty, mit dir kann man kein Cent verdienen. Doch ich. Boah, im Beat jetzt auch gerade, da ist so ein. Du, noch eine neue Melodie reingekommen. Sie haben gesagt, Kitty, mit dir kann man kein Cent verdienen. Doch ich habe gemacht, dass sogar eure Chicks einen Ständer geben. Ich zeig den Pennern, wie man rappt auf ein Banger Beat. Ey, Real Talk, das ist ehrlich so, und das ist so ein richtiger, ich weiß nicht, so ein impulsiver Straßenbeat, Mann. Geil. Ich zeig den Pennern, wie man. Erstmal, es freut mich, dass sie back ist, Mann. Das Video sieht super clean aus. Sie sieht hier fresh drin aus, so wisst ihr. Also, es freut mich ehrlich, dass sie wieder back ist. So. Rappt auf ein Banger Beat. Wer zuletzt sagt, lacht am besten. Ich fick meine Enemies. Ich fick meine Enemies. Fußabdruck wie Benjamin. Ey, Fußabdruck wie Benjamin, auch sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Mies Fußabdruck wie Benjamin. Jedes Video geht viral. Kitty Cat und Mashallah. Baby, ich mach dich zum Star. Okay, ich dachte, jetzt kommt nochmal ha ha ha, aber es kam jetzt Okay. Kitty Cat und Mashallah. Baby, ich mach dich zum Star. Und die Hater kommen. Ey, da war Dings Django. Ehremann. Boah, doch, das ist schon cool. Also das ist auf jeden Fall, also ist jetzt nicht so 100% mein super, super Geschmack hier so, sag ich mal. Aber die Hook bleibt auf jeden Fall im Kopf. Ist ein Ohrwurm auf jeden Fall, ist ein geiler Ohrwurm. Oh, sie ist auch wieder so, als ob sie richtig Spaß hat, Mann. Ich gönn's ihr richtig und ich hoffe echt, dass sie so richtig jetzt, keine Ahnung, ich hab Bock auf mehr auch. Wisst ihr, ich sag's, wie es ist. Wenn das du Panik schiebst, das ist für die Bitches, die den Mund nur auf beim Blasen kriegen. Trigger deine Libido, komm in nicht mit Kilos Pro. Wie ich neben Shirin pause im Video. Oh, geil, cooler nochmal Shoutout an Shirin da. Was dahinter, Rap Game voll mit meinen Kindern, ich bin diese. Ey, auch Real Talk, Rap Game voll mit meinen Kindern, so siehst Deutschraps Mami so. Es ist halt einfach so. Bitch, an die man sich in 100 Jahren erinnert. Ich fick meine Enemies, Fußabdruck wie Benjamin. Doch, ey, das ist schon nice. Also, da ist schon gut Power hinter, sag ich, wie es ist. Ja, Baby, ich mach dich zum Star. Die Hater kommen nicht klar, ich flüstere.
aber ich mag den Beat sehr, sehr gerne. Also ich sag's, wie es ist. Das gerne nochmal mit, keine Ahnung, ein bisschen länger, geile Hook wieder auf jeden Fall und keine Ahnung, noch ein bisschen länger, ein, zwei, keine Ahnung, noch nicere Zeilen in dem Part so drin. Hätte ich Bock drauf, also ehrlich. Weil das ist an sich, ist das schon echt nice. War halt echt sehr kurz jetzt so, ne? Also gerade mit Intro und Outro noch gerade mal 1,5 Minuten irgendwie so. Aber so, ich hätte übel Bock, dass sie jetzt halt echt wieder back ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Dass jetzt Kittycat wieder back ist, Junge. Wie geil. Ey, guck mal, übel sympathisch. Alle haben Bock, alle sind gut drauf. Geil, Mann. Ey, ehrlich jetzt? Ich hab Bock, dass da noch mehr kommt, weil das wäre ehrlich gut, Mann. Also, wie gesagt, ich hab noch gerne längere Parts, irgendwie noch hier und da auch ein bisschen fronten, so, wisst ihr? Weil sie kann es sich erlauben. Kitty Cat kann es sich erlauben, hier und da auch ein bisschen was auszuteilen, finde ich. Weil das war ehrlich gut produziert, Mann. Geil. Gerne mehr. Lass mir eure Meinung dazu drin in den Kommentaren. Ich habe halt die alten Sachen von Kitty Cat nie so wirklich gehört. Aber ich hätte Bock auf mehr, auf jeden Fall. Let's go, rein da. Ja, schreibt mal rein, was ich mir noch ansehen soll. Sonst, was noch rausgekommen ist alles. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich so fresh wie immer. Und ciao.